Ich begrüße euch auf der Xbox 360. Nein! Reingelegt. Das ist die PlayStation 3 mit Ratchet & Clank Q-Force. Diese Folge ausgepackt, werden wir mal sehen, was der Titel zu bieten hat. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, schauen wir auch gleich mal rein. So, starten die Kampagne. Wir spielen es lokal, also alleine. Wenn gleich das Ganze sicherlich zu zweit sicher viel Spaß machen würde. Aber, ach, diese ausgepackt sind alleine einfach klassisch. Das Ganze kommt von Insomniac Games, kennen wir als engagiertes Second-Party-Studio für die PlayStation. Und die Marke Ratchet & Clank ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt, oder jung, je nachdem, wie man das sehen möchte. Eine, ja, was ist das eigentlich, ein Jumper? Nach wie vor noch, wird immer seltener. Logbuch des Captain. Sternzeit, sagen wir Mittwoch. Aus dem Staatsdienst befreit hat sich Ex-Präsident Borg erneut der Gerechtigkeit verschrieben, der Bevölkerung zu dienen als beständiger Beschützer, die Galaxie zu bewahren als wahrhaftiger Held. Und die Galaxie, tja, die Galaxie war niemals so böse. Einfach nur traurig. Er hat die Wahl schon vor 3 Monaten verloren. Meinst du, es ist Zeit einzugreifen? Ich glaube, Captain Quark hat Schwierigkeiten, sich an ein Leben als Privatperson zu gewöhnen. Computer! Such mir etwas zum Abschießen! Sorry, Kumpel. Tote Hose auf dem Radar. Trotzdem einen schönen Tag. Großartig. Verzeihung, Quark. Offenbar gibt es defekte Reinigungsspots in der Landebucht. Vielleicht möchtest du... Da folgen wir ihm nach. Ganz klassische Steuerung. Wer einmal in Ratchet & Clank gespielt hat, fühlt sich sofort daheim. Wer nicht, der braucht circa eine Minute, wenn überhaupt. Und tschüss! Einfach mal ein bisschen metzeln. Ich bin immer noch den Wurfangriff. Sehr praktisch. Hey, Captain, da kommt eine verschlüsselte Übertragung rein. Bitte sofort auf der Brücke melden. Förderungsstation. Ja, auch hervorragendes Feature nach wie vor noch. Voller Superschurke, einfach perfekt! Was kann er wohl wollen? Geld! Nein, Macht! Nein, Geld und Macht! Ach, wen juckt's, was er will! Wir haben endlich was zum Draufballen! Also könnten wir unsere Aufmerksamkeit bitte wieder... Oh, verdammt nochmal! Das ist großartig. Was ich sagen wollte, ich habe 3 Planeten-Sicherheitszentren in diesem Sektor deaktiviert. Und jetzt versinkt jeder Planet im... totalen Chaos. Oh, sehr gut. Kongerianische Plünderer greifen bereits an. Wer die wohl gerufen hat? War ich das? Ich war das, du Depp. Nur du und dein Team dürft die Planeten betreten. Rieche ich auch nur einen Polaris-Verteidigungssoldaten, deaktiviere ich jede Station in der Galaxie. Wer bist du? Jemand, der Captain Quark nicht besonders leiden kann. Der enttäuscht wurde. Wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Sag es nicht. Ich sag euch, was wir jetzt brauchen. Er sagt es doch. Die Q-Force! Er hat's gesagt. Wunderschön.
Carbon-Raffinerie. Na dann, schauen wir uns die Geschichte mal an. Nett inszeniert ist jedenfalls schon mal. Das Spiel ist installiert, also ja, Ladezeiten sind einfach das, was sie sind. Kann man nichts machen. Q-Force Kommandozentrale identifiziert. Kommandozentrale wird von diesen Generatoren betrieben. Werden sie zerstört, verliert die Q-Force die Kontrolle über den Planeten. Basis verteidigen, das ist ein Spiel, welches ich eigentlich so nicht kenne. Sie haben einen der Generatoren zerstört. Mehr hast du nicht drauf? Pyrotürme zur Verteidigung der Generatoren erforderlich. Interesting. Hat ein bisschen was von Brutal Legend gerade. Cool! Vielleicht brauchen wir jetzt eine neue Abwehr. So. Was geht denn hier los? Bin hier. Was ist das hier? Interesting. So. Waffenstationen wurden platziert. Und Hell. Ich habe jetzt schon länger kein Ratchet & Clank mehr gespielt, aber diese Spielmechanik ist mir wirklich neu. Aber finde ich es nicht schlecht. Ich hätte mir jetzt reines Gemetzel erwartet, aber jetzt zumindest noch ein bisschen einen taktischen Part. Reaktiviert das Sicherheitszentrum, um die gungarianischen Plünderer zurückzuschlagen. Gegnerischer Transporter im Anflug. Sehr dramatisch. Weitere Gegner nähern sich dem Stützpunkt. Mhm.
Oh Mann, muss mir gerade jetzt die Munition ausgehen? Okay, ich dachte mir schon, das wird nicht ewig so gehen. Gegner am Boot. Will ich denn Doppelbanger? Der Führungsstrecker ist jetzt gefahren. Gegnerischer Transporter im Anflug. Natürlich. Wieder geht es darum, hier zu beschützen. Müssen wir das einsammeln, um wieder neue Sachen auch zu basteln. Was haben wir denn hier noch alles Lustiges? Danach haben wir hier im Maxim mit mehreren Leuten zu spielen, um halt eher schneller voranzukommen. So, nutzen wir das mal eben. Hier noch. Ah, Turm ist wirklich ziemlich teuer. Da muss ich mir noch ein bisschen was ersparen. Will der keinen Goldgrube hier? Kein Problem. Das können wir mal auslassen hier. Klasse! Ein Goldbowl! Es geht einfach nichts über den Omni-Schlüssel. Erwischt. So. Das hier teilt sich wirklich aus. Cool. Verstärken wir unsere Abwehr. Was gibt's denn hier noch hier oben? Ah. Gut, wie weit bin ich da jetzt schon fortgeschritten? Sehr. Ach, egal. Die große Karte ist gar kein Fehler. Hier komme ich her. Das sind hier noch Schusspunkte. So viele Sachen zu tun, so wenig Plan ist noch zum Start. Vielleicht Viechern. Der Versorger ist schwer bewacht. Vor dem Angriff weitere Waffenstationen freischalten. Sollte ich wohl machen? Folgen wir meinem Kabel. Schon, Jungs. Wir müssen die Waffenstationen freischalten. Gegnerische Verstärkung am östlichen Versorger geordnet.
Das war knapp. Hm. Diese Kabel führen zu den Versorgern. Cool. Vielleicht brauchen wir jetzt... Gegnerische Verstärkung am östlichen Versorger geordnet. So, egal was ich jetzt noch mache, auf jeden Fall werde ich jetzt hier draus einmal einen Turm hinbauen und hier auch. Schade jedenfalls nicht. Folgen wir diesem Kabel. Und jetzt mal hier rauf. Erwischt. Fällt mir das schon besser? Erstmal Bombenwerfer. Aggressor. Was für eine Frage. Aggressor übertrieben. Gegnerischer Transporter im Anflug. Natürlich werde ich dafür angegriffen. Das war natürlich klar. Angriffende Gegner auf der linken Bahn. Ja, ist ja gut. Kenne mich ja eh aus. Lasst mich in Ruhe! Wo bin ich hier? Cool, mehr Munition! Die kleinen Pistole ja noch. Und tschüss! Aha, da kommen noch mehr. Das fühlt mich nicht gerade fröhlich. Ja, hätte ich ein bisschen besser schauen müssen, wie viele Eingänge es wirklich gibt. Na, komm schon. Ja, ein bisschen was sammeln, um hier voranzukommen. Klasse! Ein Goldbolt!
Klasse! Ein Goldbowl! So, möglichst viel hier noch einsammeln. Dann werden wir schauen, dass wir unsere Basis ein wenig verstärken, bevor ich mir dann wieder einen weiteren Punkt hier hole. Büroturm beschafft. Leider alles nicht gerade billig hier. Vielleicht zuerst mal hier hin. Erledigt! Das Teil ist super. Geht hier! Mal anheizen. Am Boden. So, bevor wir das Ding hier zerstören. Diesen Umkreis kurz entnebeln. Da gibt es ja auch noch einiges, was man einsammeln kann. Und hier werden wir jetzt noch so. Erledigt! War unnötig. Cool. So. Jetzt gilt es zu verteidigen. Schauen wir mal, wo sie herkommen. Aber auf jeden Fall. Gegner nähern sich dem Stützpunkt. So. Von hier. Der gehört mir. Munition! Diese Kabel führen zu den Versorgern. Erwischt! Der Q-Force
Q-Force-Stützpunkt wird angegriffen. Wo hat es da einer durchgeschafft? Ausweichern! Der Q-Force-Stützpunkt ist gesichert. 5 Generatoren betriebsbereit. Immer zu wenig Kohle, um hier noch mehr auszurichten. So. Folgen wir diesem Kabel. Gehen wir hier oben. Das ist schon die Endstufe, also am besten hier vorne noch vorher. Erwischt! Yeah! So, kurzen Abstecher nach hierher. Alles gut! Welcher Versorger ist das, der da vorne wahrscheinlich? Na gut, dann machen wir uns auf. Muss mir gerade jetzt die Munition ausgehen? Und tschüss! Ich brauche dringend Nanotech. Jetzt mal kurz wieder aufladen, sonst wird das nichts. Gegnerische Verstärkung am östlichen Versorger geortet. Gegnerischer Gegner auf der rechten Generatoren betriebsbereit.
schlecht zu bemerken. Hätte eigentlich sowas geben müssen. Na gut, dann schlage ich vor, dass wir jetzt nach vorne kämpfen. Zugang zum Planetensicherheitszentrum ist jetzt offen. Jetzt sehen Sie alt aus. Holen wir uns das Sicherheitszentrum. So, jetzt wollte ich mir nochmal meine Gesundheit wieder kurz Beachtung schenken. Ganz in Ruhe hier. Alles, was sich bewegt, ist gleich. Munition gefunden! Das ist gerade gar nicht gut. Was habe ich denn jetzt noch hier? Die kungarianischen Generatoren sind noch aktiv. Erledigt. Mir geht's gar nicht gut.
Wie komme ich noch Health her? Habe neue Munition! Munition schön gut. Aber ich brauche ja eigentlich das hier noch. Geht's hier aus, oder? Ach, come on. Rungarianer besiegt. Bitte Energieversorgung des Planetensicherheitszentrums wiederherstellen. Mach ich. My work here is done. Dann ist noch kurz. Und jetzt geht es eigentlich nur noch. Neustart eingeleitet. Ach, scheiße. Gegnerischer Transporter im Anflug. Natürlich gab's da noch was. So, schauen wir mal, wo kommen denn die meisten jetzt? Neustart zu 25% abgeschlossen. Der Q-Force-Stützpunkt wird angegriffen. Abgeschlossen. Das wird schon ausgehen. Zwei Wellen noch. Die ganzen Schwachsinn in die Küche einfach. Mine. Pretty much not. Munition gefunden! Bleibst du da weg? Fünfzehn Schurken erledigt und mir geht's prima. Erwischt! Neustart zu 90% abgeschlossen. Das muss ich mal machen lassen, ne? Schicken wir dieses Kerlchen noch nach vorne. Oh Mann, muss mir gerade jetzt die Munition ausgehen? Ja,
bisschen aufbauen sollen, bevor ich mich zum letzten Spiel mitgemacht hätte. Erledigt! So, du auch. Kommt mir bloß weg. Oh ja. Finally. Neustart abgeschlossen. Das Planetensicherheitszentrum ist jetzt einsatzfähig. Hast du deine erbärmliche Q-Force reaktiviert? Wirklich erstaunlich, dass sich nach all deinen Betrügereien noch jemand mit dir abgibt. Jetzt mal langsam. Quark mag ja etwas ungehobelt sein, aber er versteckt sich nicht hinter einer... okay, er versteckt sich hinter einer Maske. Aber er hat keine Angst, dem Weltall zu zeigen, wer er ist. Oh, LOL. Ich habe keine Angst. Moment, ich kenne den Kerl. Stuart Zogo? Er war Vorsitzender des Captain Quark Kadettenclubs. Von dir waren diese echt unheimlichen Fanbriefe. Damals war ich noch ganz anders. Ich wollte doch einfach nur so sein wie du. Dann musste ich mit ansehen, wie du von Skandal zu Skandal geschlittert bist. Und jedes Mal hat die Galaxie dir einfach verziehen. Du bist bloß ein gewaltiger Versager. Und diesmal... wirst du büßen. Doppelpunkt, Klammer zu. Das war's. Der Planet ist jetzt sicher. Ja, hat's gedauert, aber hat doch alles funktioniert. Design Paket 1. Gut, soviel zum ersten Eindruck. Gefällt mir ganz gut. Ich habe jetzt eigentlich ein reines Rumgemetzel erwartet. Ich meine, viele von ist reines Rumgemetzel, aber das Spielprinzip macht durchaus Spaß. Also Fans von Ratchet & Clank dürfen bedingungslos zugreifen, ansonsten mal reinschalten nicht. Wie gesagt, ich war jetzt auch eher überrascht von der Art, wie es denn überhaupt funktioniert. Gut, in diesem Sinne, frohes Welterkunden und viel Spaß beim Zocken. Macht es gut. Ciao, ciao.